Was wäre, wenn hier eine kleine Festivalbühne stand, nichts mit anmelden oder so, wir stellen nur so ein kleines Ding hin, damit hier ein paar Leute Spaß haben können. Was ihr hier seht, ist die kleinste Festivalbühne der Welt. Ist nur ein Quadratmeter von der Bühnenfläche. Aber die kann alles, was eine große Bühne auch kann. I was like, oh my god, is it gonna be that small? Kommt, meine Lieben, kommt! Auch daran, dass kleiner und intimer eigentlich oft schöner ist und dass die Leute auch mehr ins Gespräch kommen, dass man irgendwie sich mehr zusammenfühlt. Ich fand das super. Ich fand das sofort eine super Idee, eine Bühne zu haben, die nur einen Quadratmeter groß ist. Ist geil, inspiriert mich ein bisschen einfach für den privaten Raum, auch jeden Quadratmeter dann so als eigenen zu sehen. Ich finde es doof, dass wir in einer Situation sind, wo wir aus einzelnen Quadratmetern was machen müssen. Das ist ein Problem unserer Welt. Es wird überall enger. Das nervt und es wird auch viel zu teuer. Quadratmeterpreise sind absurd heutzutage. Aber das ist aufregend, was man mit einzelnen Quadratmetern machen kann. Man denkt ja immer, man braucht für alles so wahnsinnig Platz. Das brauchen wir gar nicht. Wenn du eine gute Idee hast und du machst was draus, kriegst alles hin. Come on, die, 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 die.